dem Volke kommen, die für das Volke Politik machen. Und das können wir mit den Sozis vergessen. Vize-Fraktionschef der AfD, Leif-Erik Holm, verliert nach 6 Jahren im Amt seine Position auf Bundesebene. Dies geschah durch eine parteiinterne Neuwahl. Holm erhielt bei dieser nicht die nötige Mehrheit der 78 Abgeordneten. Stattdessen wurde sein Fraktionskollege Stefan Keuter einer der 4 neuen Vize-Fraktionschefs. Grund für die nicht gelungene Wiederwahl waren laut Holm eigene Entscheidungen, die er als Personalvorstand der Fraktion getroffen hat. In 3 Wochen steht die nächste große Wahl für Leif-Erik Holm an. In Neubrandenburg will er vom Landesparteitag als Landesvorsitzender bestätigt werden.